Mein Name ist Thorsten Butsch und in diesem Video schauen wir uns den Flaschenzug an. Dazu gucken wir uns die Physik an. Da liegt die goldene Regel der Mechanik zugrunde, die besagt, was man an Kraft spart, muss man an Weg zusetzen. Das hat Galileo Galilei als erstes formuliert. Das ist der Energieerhaltungssatz für einfache Beispiele der Mechanik. Das heißt, die Arbeit W bleibt erhalten. Und wie man der Formel sehr schön sehen kann, kann ich jetzt zum Beispiel F größer machen, dann wird S kleiner, oder ich mache F kleiner, dann wird S entsprechend größer. Ich habe etwas gebastelt. Das hier ist ein römischer Bockkran. Und das, was an diesem Modell sehr faszinierend ist, ist, wenn man mal bedenkt, dass dieses Teil 2000 Jahre, sogar mehr als 2000 Jahre alt ist, natürlich nicht das Modell, sondern das Original, dann ist das doch sehr erstaunlich, was da für ein physikalisches Know-how dahinter steckt. Aber vor allen Dingen, und deshalb zeige ich das, ist hier die goldene Regel der Mechanik, kommt hier an ganz vielen Stellen vor. Erstmal in der Hauptsache hier vorne, das ist ein Flaschenzug. Und der Faden hier geht hier an so eine Spindel. Es gibt auch den, wo hier im Prinzip zwei Fäden runtergehen. Ich habe es jetzt einfach halber nur mit einem gemacht. Dann sitzen hier vorne sogar zwei Flaschenzüge, die dann gleichzeitig hochheben. Und ja, diese Teile, die konnten schon mehrere Tonnen hochheben. Also so in der Größenordnung 8 Tonnen war problemlos möglich. Und wie die das gemacht haben, mit der goldenen Regel der Mechanik, die ja besagt, was man an Kraft spart, muss man an Weg zulegen. Und das fängt hier vorne schon an. Hier konnte man das hier entsprechend drehen. Und wenn man guckt, wenn man das hier außen dreht, man hat hier einen langen Weg, wenn man das sich als Kreis vorstellt. Und hier in der Mitte, die Spindel, das ist praktisch ein kleiner Kreis. Und hier oben habe ich einen großen Kreis. Ein großer Kreis hat einen großen Umfang, ein kleiner Kreis hat einen kleinen Umfang. Beides dreht sich gemeinsam. Das heißt, wenn ich hier einmal rundherum drehe, habe ich einen großen Weg zurückgelegt im Vergleich zu der Spindel, die nur einen kleinen Weg zurückgelegt hat. Aber dafür hat die Spindel mit einer größeren Kraft hier an dem Seil schon gezogen. Das heißt, ich habe hier praktisch etwas, was meine Kraft schon verstärkt. Große Kraft, kleine Kraft, kleiner Weg, großer Weg. Das ist genau die goldene Regel der Mechanik. Dann hier gleich nochmal ein Rad, wieder großer Umfang außen, wo ich dran ziehe. Kleiner Umfang hier die Spindel und schon wieder habe ich eine Verstärkung. Und dann natürlich meinen Flaschenzug hier vorne. Je nachdem, wie viele Seile das entsprechend waren, hat man eine entsprechende Verstärkung nochmal gehabt. Hier habe ich es nicht ganz so vorbildgetreu mit, wie der hier gehalten ist. Hier waren vermutlich auch Flaschenzüge, weil man musste ja den ja auch kippen können, um dann entsprechend hier auch Dinge zu erreichen, die jetzt weiter weg waren oder entsprechend nicht so weit weg waren von dem Kran. Und das ist natürlich schon, wie gesagt, was da an Know-how drin steckt, dafür, dass es so so alt ist, sehr erstaunlich.
viel besser als ein Modellkran ist natürlich ein echter Kran. Das hier hinter mir ist ein echter römischer Kran. Ein sogenannter Bockkran. Naja, sagen wir eher ein echter Nachbau. Man weiß, wie so Kräne aussehen. Einmal von Vitruv, das ist ein römischer Architekt, der im 1. Jahrhundert vor Christus gelebt hat, der 10 Bücher über Architektur geschrieben hat und eins über Baumaschinen. Und aber dieser Kran im Speziellen her ist aufgrund eines Grabreliefs sozusagen nachgebaut worden. Der Kran ist ungefähr 10 Meter hoch, schafft Lasten 8 Meter hoch zu heben, 5 Tonnen kann er heben und wurde von 6 Leuten bedient, wobei 2 davon in diesem Laufrad hier das Ganze bewegt haben. Und wenn man bedenkt, das ganze Teil hier vorne dran ist der Flaschenzug. Das Laufrad ist, wendet ja auch wieder die goldene Regel der Mechanik, also das, was man an Kraft spart, muss man an Weg zulegen, an. Und damit war das Ding eigentlich schon unheimlich pfiffig. Und wenn man bedenkt, das Ganze ist 2000 Jahre alt. Natürlich nicht der im Speziellen, aber die Idee. Ich habe gebastelt. Hier ist ein Flaschenzug, den habe ich tatsächlich selber gebaut. Und zwar ein bisschen hemdsärmlich zusammengeschustert, aber er funktioniert. Und zwar, das Seil beginnt hier, geht hier runter um die erste Rolle, hier hoch um die zweite Rolle, wieder runter und hier die untere Rolle, wieder hoch um die obere Rolle und dann weg. Das heißt, wer jetzt aufgepasst hat, 1, 2, 3, 4 Seile, an denen die Kraft hängt. Und hier ist gerade ausgegangen. Wieder genullt. Das ist ein Sensor, ein Kraftsensor, der misst, mit welcher Kraft der Flaschenzug sozusagen an der Decke zieht. Und jetzt tun wir auf dieses Tellerchen Gewichte. So ein Gewicht hat 50 Gramm. Zwei Gewichte sind 100 Gramm. 100 Gramm ist eine Tafel Schokolade, ist ein Newton. Ich werde jetzt 4 Gewichte hier drauf tun. Das heißt insgesamt 2 Newton. Also 1, 2, 3 und last but not least 4. So, hier oben habe ich eine Schlaufe, wo ich dann ziehen kann, weil ich will ja nochmal die Kraft im Seil messen. Aber jetzt gucken wir erstmal hier. Laut dieser Anzeige, die jetzt schon wieder verschwunden ist, wird oben eine Last von 2,4 2,4 Newton gemessen. Und jetzt messe ich hier mal. Dazu habe ich ein Kraftmesser. Der geht bis 2,5 Newton und den hänge ich jetzt hier ein. So viel zum Thema, den hänge ich jetzt hier ein. Zweiter Versuch. Ja, ich habe es geschafft. So, und jetzt ziehe ich hier dran und wir lesen ab. Also ich lese das als 0,5 Newton, was irgendwie Sinn ergibt, weil ich habe hier 4 Seile und die Last, 2 Newton, wird durch 4 geteilt. Das heißt, ich muss mit einem Viertel der Kraft entsprechend ziehen. Und was jetzt ein bisschen schade ist, ist, dass der Kumpan hier ausgegangen ist. Und wenn ich hier dran ziehe, habe ich immer noch meine 2,4 Newton.
Und ich mache es mal ein bisschen besser. Ich ziehe wirklich nach unten und dann sind wir bei 2,5 Newton. Weil ich habe ja eben so ein bisschen schräg gezogen, das ist nicht so gut. Und jetzt muss man sich überlegen, wie kommen die 2,5 Newton zustande? Die kommen deshalb zustande, weil hier mit 2 Newton dran gezogen wird und ich ja noch mit 0,5 Newton dran ziehe. Deswegen wird an der Decke mit 2,5 Newton gezogen. Eigentlich eine ganz spannende Geschichte. Und das war nur 2,4, weil ich schräg gezogen habe. Das heißt, es gab nicht nur eine Last senkrecht nach unten, sondern auch eine Last zur Seite. Und die Last zur Seite misst der Sensor da oben nicht. Der kann nur das messen, was sozusagen hier nach unten geht. Und deswegen muss ich das im Prinzip nach unten ziehen. Aber wie gesagt, schöne Erfindung. Mit 4 Seilen kann ich die Last hier unten mache ein Viertel draus und das ist doch eine sehr große Erleichterung. Da leider kein Erfinder des Flaschenzuges bekannt ist, ist es relativ schwierig zu beziffern, ab wann der Flaschenzug eigentlich bekannt war. Dokumentiert ist er auf jeden Fall bei den Römern und das ist ja dieser berühmte römische Bockgran und hier ist vor allen Dingen sehr schön der Flaschenzug, der offensichtlich bekannt war. Schauen wir uns mal an, wie das Ganze so funktioniert. Und da gibt es jetzt verschiedene Regeln, wie man das machen kann. Was ich immer mache, ist das, was eigentlich am einfachsten funktioniert. Ich schaue mir immer an wie vielen Seilen hängt die Last. Bei A hängt die Last an einem einzigen Seil. Und hier oben ist eine Rolle. Diese Rolle, das ist eine Umlenkrolle. Weil die hier oben festgemacht ist und sich nicht bewegt, ist das, sagt man auch, feste Rolle dazu. Die lenkt nur die Kraft um und da die Last hier an nur einem Seil hängt, muss ich hier genauso stark ziehen, wie die Last auf der anderen Seite der festen Rolle auch zieht. Soweit so klar. Jetzt habe ich hier die Situation, dass die Last an 2 Seilen hängt. Und hier unten habe ich eine weitere Rolle, man sagt lose Rolle dazu, die bewegt sich. Und weil die Last jetzt an 2 Seilen hängt, habe ich die Situation, dass ich hier nur mit der Hälfte der Kraft ziehen muss. Also wenn das 1 Kilo sein sollte, müsste ich hier nur ein Gewicht von 0,5 Kilogramm dranhängen, damit das Ganze sozusagen sich ausgleicht. Beziehungsweise, wenn das 1 Newton wäre, wären das hier 0,5 Newton, wenn man es dann wirklich mit Kraft korrekterweise macht. So, jetzt habe ich 1, 2, 3, 4 Seile, an denen meine Last hängt. Und zwar habe ich jetzt hier 2 feste Rollen und hier unten 2 lose Rollen. Das Entscheidende ist jetzt, wie gesagt, weil es 4 Seile sind und wenn das jetzt, sagen wir, 1 Newton wieder ist, muss ich hier mit 1/4 Newton ziehen. Vom Weg her ist es auch klar, bei Situation A, wenn ich hier 1 Meter hochziehen möchte, muss ich hier 1 Meter runterziehen. Wenn ich hier 1 Meter hochziehen möchte, muss ich ja praktisch das hier 1 Meter und das hier 1 Meter. Das heißt, hier muss ich mit 2 Meter dran ziehen.
Und hier habe ich 1, 2, 3, 4 Seile, die ich sowas um einen Meter sozusagen kürzen möchte. Das heißt, ich muss hier mit 4 Meter dran ziehen. Und das ist genau die goldene Regel der Mechanik. Ein Viertel der Kraft, aber das Vierfache des Weges. Und jetzt, das ist natürlich noch ein bisschen aufwendig, jetzt kann ich in Situation D anfangen, die Rollen so aneinander zu rücken. Und in dem Moment, wo die Rollen hier dann bei EF, da hat man dann die Rollen noch ein bisschen umgedreht, damit sich hier die Seile nicht so verheddern. Und das hier oben, beziehungsweise hier unten, das ist das, was man Flasche nennt. Daher auch der Name Flaschenzug. So, und wenn wir das Ganze jetzt nochmal als Regel festhalten wollen, dann ist hier schön das Beispiel, wenn ich hier nur so eine feste Rolle habe, beziehungsweise so eine Umlenkrolle habe, dann habe ich hier zum Beispiel 100 Newton und hier muss ich auch mit 100 Newton. Also tut sich das nichts. Und hier 10 cm hochheben bedeutet 10 cm ziehen. Also 1:1, wenn man so möchte. Jetzt habe ich wieder meine 100 Newton, 10 cm, aber diesmal zwei Seile. Und das ist wirklich der Trick. Es gibt manche, die da irgendwie mit fest und Roll und lose Rolle zählen und irgendwelche Regeln. Das sicherste ist tatsächlich immer zu zählen, an wie vielen Seilen hängt die Last. Und da kann im Prinzip nichts schief gehen. Hier sieht man, hier hängt die Last an zwei Seilen, also halbiert sich die Last. Daher nur mit 50 Newton ziehen, aber 20 cm. So, dann hier hängt die Last an drei Seilen, also nur ein Drittel der Kraft wird benötigt, also 33 ein Drittel, aber 30 cm. Und dann hängt die Last hier an vier Seilen und dafür muss ich dann, ich erspare ein Viertel, ich brauche nur noch ein Viertel der Kraft, aber dafür den vierfachen Weg. So, und dass die Idee mit den Seilen zählen gar nicht so schlecht ist, sieht man nämlich in diesem Beispiel, hier hat man was ganz Verrücktes gemacht, man hat die Dinge einfach umgedreht. So, und jetzt ist es nämlich so, dass obwohl ich hier nur eine einzige Rolle habe, hängt aber die Last an zwei Seilen, nämlich an diesem und an diesem. Und das wiederum bedeutet, dass ich natürlich hier die Kraft halbiere, mit der ich hier ziehen muss, aber den Weg natürlich verdoppel. Und wenn ich das hier mir angucke, hier 1, 2, 3, hängt die Last an drei Seilen. Hier hängt die Last an vier Seilen und hier 1, 2, 3, 4 und das Seil, weil ich ja hier nach oben ziehe. Mit den Seilen, wie gesagt, ist eigentlich relativ einfach. Ich stelle mir einfach hier einen Schnitt durch und das sind im Prinzip die 1, 2, 3, 4, 5 Seile, an denen das Ganze hängt. Soweit, so gut. Ich hoffe, das Ganze ist hilfreich.